Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Madden NFL 21 Ultimate Team Folge Nummer 8. Jawohl, wir schauen uns heute mal diese NFL Epics an. Zumindest wir schauen jetzt erstmal drüber und wir schauen nachher mal bei Rivals rein, was wir dann genau noch machen müssen alles. Wir haben hier mehrere Spiele, zum Beispiel wir könnten uns Larry Fitzgerald erspielen, Adrian Peterson, Ronnie Lott oder Jack Youngblood. Also wir könnten uns theoretisch alle erspielen. Aber Fakt ist, 40 Sterne für Larry Fitzgerald Challenges. Und am Ende kriegen wir dann für diese 40 Sterne Larry Fitzgerald. Stimmt das? Pro, All Pro, Competitive. Also wir können hier 4 Sterne erspielen. Theoretisch 4 Sterne. Wie viele Challenges sind das insgesamt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 mal 4 Sterne. Da müssen wir nochmal eingehen. Das sind 96 Sterne insgesamt. Was passiert mit den restlichen Sternen? Das ist das, was ich mich gerade frage. Larry Fitzgerald is a prototypical deep threat. Relive moments from historic career with the Cardinals. Earn 40 stars in these challenges and you will unlock his epic moment and had and a chance to add him to your lineup. Also wir müssen uns 40 Sterne erspielen. Also wir müssen 10 Challenges spielen. Achso, wir müssen uns hier 40 Sterne erspielen, damit wir dann diesen Epic Moment spielen können und ihn dann erspielen können. Habe ich das richtig verstanden? Dasselbe gilt für Ronnie Lott und Jack Youngblood. Und dann sind deutlich weniger Sterne, als wir letztes Jahr gebraucht hätten für zwei Spieler, gell? Okay, 40 Sterne. Bei 24 Challenges. Heißt, wir müssen bei allen, bei zwei, wir müssen auf Stufe 2 spielen. Wir kriegen einen Stern Scorer Passing Touchdown in 5 Plays und einen Stern für Rookie. Sehe ich das richtig? Aber wenn es der Fall wäre, könnten wir das eigentlich relativ schnell durchspielen, nenne ich es jetzt mal. Dass wir Fitzgerald und Co. holen. Weil dann machen wir das nämlich jetzt einfach mal. Aber wie gesagt, das sind 4 85er Spieler, die wir da rausholen können. Das ist schon fett. Das ist nichts, wo du sagst, okay, hier haben wir mal. Weißt du? Challenges, 2 Sterne. Spielst 20 davon und hast am Ende 40 Sterne. Und ich muss unbedingt. Ich darf nicht vergessen, dass ich den Kommentar das nicht. Oh, zuerst von den Rams. Also, das Logo von den Rams ist gerade der Fall. Da hätten sie das Alternativlogo nehmen sollen. Bin ich immer noch der Meinung. So, auf Rookie. Wir müssen einen Touchdown, einen Passing-Touchdown in 5 Plays erzielen. Das ist ein Play. Lauf, 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 Sutton, das schaffst du. Jawoll. Und damit hätten wir die 2 Sterne. Genau, play next challenge of rookie. Complete 4 plus passes this drive. Don't throw an incomplete pass.
4 oder mehr vollständige Pässe und keinen inkompleten Pass werfen. Also lieber sacken lassen, als dass du einen Incomplete machst. Ich war geschockt, wie schlecht Calais Campbells Nummern aufgemalt waren. What the fuck? Ich habe ja schon viel Müll gesehen, aber das war schon ein harter Müll. Und dann versuchen wir heute in der heutigen Folge einfach, wie gesagt, Larry Fitzgerald zu spielen. Wie gesagt, vier mehr Pässe, kein Fehlpass. Es darf kein Pass incomplete sein. Jawohl. Tackle mich. Sehr schön. 1 von 4. Und wenn wir es eben schaffen. Ja, wir können diese 20 Challenges, wenn die jetzt nicht so übertrieben länger werden, sondern einfach so bleiben, wie sie jetzt sind, dann schaffen wir das locker. Dann schaffen wir das wirklich locker. Wäre schon cool, wenn wir uns Larry Fitzgerald 85 einfach hier spielen könnten. Nächster Pass kommt an. Sehr schön. Dann fehlt uns noch ein Pass und wir haben die Challenge geschafft. Hier kommt der Pass auf Fitzgerald. Oh scheiße, 4 plus. Reicht es? Oder habe ich es jetzt falsch gemacht, weil wir nur 4 hatten? Ne, passt. Nächste Challenge. After sustaining a hamstring injury, complete 7 plus passes, pass for 114 yards. Also 7 oder mehr Pässe und für 114 Yards. Wie gesagt, und da spielen wir uns halt den Rest der Woche uns die Spieler. Und wir haben heute noch eine Folge. Dann haben wir morgen 3 Folgen. Wir haben am Dienstag 2 Folgen und am Donnerstag theoretisch, wenn wir 10 Challenges in eine Folge packen von den jeweiligen Dingern, dann haben wir am Mittwoch alle Spieler. Passt doch perfekt. Also meiner Meinung nach. Genau. Sagst, okay, wir dürfen nur so und so. Scheiße. Sanders, mal wieder. Einfach weiterspielen. Oh nein, wow, Fitzgerald hat ihn noch. Sehr gut. Jawohl. Emmanuel Sanders. So, jetzt kommt der Anstoß. Kickoff.
Dann müssen wir noch ein paar Pässe schmeißen. Das sind nicht viel. Oh, die geben ihm die 25. So. Glover Joseph Bosa. Dalvin Cook schafft es für 4 Yards. Diesmal kommt ein Pass. Abdullah ist im Backfield. Was? Oh, really? Ihr habt den jetzt echt drüber gelassen? Ja, haben sie ihn. Ich finde das First Down ist zu leise. Boah, Alter, sind Lücken da drin. Das ist ja nicht mehr feierlich. Hallo? Kirk Cousins kriegt die nochmal. Starker Fumble. So. Und 7 und damit werden sie ihn punten. Wir holen uns den Ball und werfen dann die restlichen Pässe noch zu Larry Fitzgerald. Noch nächste Challenge hinter uns. Sutton ist mein Ziel. Mit 614. Complete 7 plus passes. Schade, an der 5. Wir müssen unsere Challenge geschafft haben eigentlich gerade. Irgendwie hat sie es gerade aufgehängt, kann das sein? Ne, jetzt haben sie es kapiert. So, Play Next Challenge. Score Passing Touchdown in 8 Plays, don't throw an incomplete pass. Okay. Also wieder ein bisschen chilliger das Ganze jetzt. Wie gesagt, am Ende haben wir dann immer dieses super Game. Und diesen super Epic Moment, damit wir ihn adden können. Warte, machen wir jetzt die NFL Epics bis Mittwoch, / Donnerstag. Das Ding ist halt mit den Slants, dass es einfach einfacher ist. Achtung. Oh mein Gott, der erste ist einfach incomplete. Restart Game, jawohl. Das könnte jetzt schon ein Touchdown werden. Im ersten Spielzug. Larry Fitzgerald.
Touchdown Chargers. Wie gesagt, so könntest du halt mit Rookie auch das Ganze durchspielen. Du müsstest nicht die vollen 95 oder 4, 96 Sterne holen. So, in Week 10, score a passing touchdown on the first play. Okay. Passing touchdown on the first play. Also so wie gerade eigentlich. So wie gerade eigentlich. Jetzt haben wir 4 oder 5 haben wir schon, oder? 4 haben wir jetzt. Sind wir jetzt bei der 5. Challenge. Fitzgerald. Touchdown. So, play next challenge. Following is complete 3 plus passes every quarter. Oh mein Gott, das ist ein volles Spiel. Lass mal kurz anschauen. Weil wie gesagt, das ist halt das Problem. Wenn du jedes Mal ein volles Spiel spielen musst, es geht halt schon irgendwann. Ja, das ist halt schon viel dann irgendwann. Und dann braucht es definitiv auch länger. Okay, wir haben jetzt hier sowieso erstmal einen krassen Rank-Up. Mit. Oh. What? Hallo, Melvin Gordon. Non-auctionable. Das ist doch nice. Der Goldspieler ist einfach mal fucking Melvin Gordon. So. 10 Sterne haben wir halt schon. So. Wenn wir jetzt da weitermachen. 50 Yards oder mehr on the first play. Score passing on the first drive. Wie gesagt, wir können halt 4 können wir auslassen. Und 5 haben wir jetzt schon. 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl, dann bist du jetzt dran. Wie gesagt, ich spiele kein komplettes Spiel. Wir können hier 10 Challenges, können wir in einer Folge schaffen. Und dann können wir uns die 485er Spiele auch holen. Nicht vergessen, dass das, wir spielen jetzt hier gegen die Seahawks. 50 Yards müssen wir schaffen im ersten Spielzug. Yes, kann man gleich restarten. Nice, dass wir jetzt Melvin Gordon gezogen haben. Lauf, 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 lauf. 32. Jawoll! Nächste Challenge abgeschlossen. Wir müssen überlegen, könnte es sein, dass wir tatsächlich 3 Folgen machen heute? Okay, das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Na gut, ich verabschiede mich mal, sag Ciao mit V, wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Folge. Ah, da, stopp! Okay, stopp. Nein, sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. So, genau, dann haben wir jetzt 6 Challenges geschafft.
4 müssen wir halt noch schaffen in der Folge eigentlich, ja? Fast 72 plus Yards in the first quarter. Sie haben halt versucht, die Bikini-Allen sieht man jetzt auch, sie haben halt versucht, die neuen Trikots einzufügen, aber schaut halt katastrophal aus. Es tut mir leid. Es sieht nicht gut aus. Das sieht normal aus. Das andere irgendwie nicht so ganz. So. 4 Challenges brauchen wir noch. Wir stehen nämlich an der 42. Ja. Das heißt, die kriegen so oder so den Ball. Fitzgerald ist Viereck. Ladin. 37 Yards. Und der hat den Touchdown. Jawohl. Larry Fitzgerald. Bombe. Bombe. 23, sehr schön. Jawohl. Oh, Todd Gurley. Natürlich, Todd Gurley spielt bei den Falcons. Das habe ich komplett vergessen. Gurley, Fumble. Was? Das ist ein Witz, oder? Jawohl! Sehr schön. Dann haben wir 3. und 10. Müsste weg, 4. und 10. Intended for Todd Gurley, incomplete. Ryan Allen in punt formation for the Falcons. So, dann haben wir den nächsten Challenge gleich geschafft. Von 72. Ich glaube trotzdem, dass wir nach der Folge hier jetzt mal ein Ende machen. Und dann spielen wir noch die restlichen Challenges und vielleicht machen wir doch heute die 4 Folgen. Oh, oh, oh.
Wenn wir 4 Folgen machen, dann machen wir in der letzten Folge die letzten Challenges und halt den Larry Fitzgeralds Epic Moment. Boah, weg damit. Ich wollte gerade sagen, weg damit. Genau. Mal hier kurz Return to Challenges, dann schauen wir an, was wir da jetzt noch zu tun haben. Wie gesagt, 40 Sterne müssen wir schaffen, damit wir diese Special Challenge freischalten. Dann müssen wir die halt auch noch schaffen. Yes, aber ich glaube, das sollte möglich sein. Genau. Das war fett 30. Oh, 15.000 Coins haben wir kurz bekommen. Nice. So. Genau, bedanke mich fürs Zuschauen, sagt Ciao mit V. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier mit Larry Fitzgerald und seinen Challenges. Bis dahin, Ciao mit V.